der CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Dr. Dehm, lieber Kollege, es sind leider auch einige üble Linksextreme produziert worden. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Meine Damen und Herren, gestern hat die britische Premierministerin die Scheidungsdokumente in Brüssel eingereicht. Und das war ein ganz schlechter Tag für die Europäische Union. Das war übrigens nicht nur ein schlechter Tag für die Europäische Union, das war auch ein schlechter Tag für Deutschland. Deswegen ein schlechter Tag für Deutschland, weil uns so unglaublich viel mit dem Vereinigten Königreich verbindet. Wir haben ganz, ganz viele wunderbare persönliche Beziehungen. Wir haben kulturelle Beziehungen. Wir haben unglaublich viele Städtepartnerschaften. Wir arbeiten sehr gut zusammen im Bereich Wissenschaft und Forschung. Das Vereinigte Königreich ist ein unverzichtbarer Partner im Bereich Sicherheit und Terrorbekämpfung. Und wir haben natürlich auch ganz, ganz viele wirtschaftliche Beziehungen. Das Vereinigte Königreich ist eine der größten Volkswirtschaften in Europa und somit ein ganz wichtiger Partner für uns. Es war aber auch deswegen ein schlechter Tag für Deutschland, weil das Vereinigte Königreich in ganz, ganz vielen Punkten mit uns einer Meinung waren, weil wir Partner am Brüsseler Verhandlungstisch waren, weil wir über viele, viele Dinge gleich gedacht haben. Und es war nicht zuletzt deswegen ein schlechter Tag auch für Deutschland, weil wir dem Vereinigten Königreich so unendlich viel zu verdanken haben. Die Demokratie, die Pressefreiheit und viele, viele andere Dinge, die wir heute wertschätzen, sind nach dem Zweiten Weltkrieg von unseren britischen Freunden hier mitentwickelt worden. Und deswegen, meine Damen und Herren, weil die Verbindungen so eng sind, weil das so eine wichtige Beziehung ist, sollten wir die Verhandlungen, die wir jetzt führen, nicht mit Zorn und Wut, sondern mit gegenseitigem Respekt führen. Gegenseitiger Respekt, das sind wir unseren britischen Freunden schuldig. Und das bedeutet, dass wir miteinander zunächst einmal fair umgehen. Und fair umgehen, das bedeutet, dass wir respektieren, egal wie die Kampagne dort auch verlaufen ist, dass es eine demokratische Entscheidung in Großbritannien war. Das haben wir zu akzeptieren. Und zu Fairness gehört auch dazu, dass wir anerkennen sollten, dass in dem Austrittsschreiben gestern von Theresa May ausdrücklich drin stand, dass sich diese Entscheidung nicht gegen Europa richtet und dass in diesem Schreiben auf jegliche Schärfe verzichtet worden ist. Auch das gilt es, meine Damen und Herren, anzuerkennen. Und ich glaube, wir sollten uns bei diesem Verhandlungsprozess noch etwas vor Augen führen. Mit welchem Langmut und welcher Geduld haben wir mit einigen unserer europäischen Partner Verhandlungen geführt? Großbritannien war immer ein harter Partner bei den Verhandlungen, aber eins ist auch richtig. Das Vereinigte Königreich hat keine Verträge gebrochen. Das Vereinigte Königreich hat Zusagen eingehalten. Das Vereinigte Königreich hat nicht mit falschen Zahlen operiert. Und ich denke mal, auch das sollten wir uns vor Augen halten. Und deswegen geht es in einem fairen Verhandlungsprozess nicht darum, das Vereinigte Königreich zu bestrafen, sondern es geht darum, das Beste für uns alle zu erzielen. Wenn es aber so ist, dass die Briten, dass das Vereinigte Königreich unsere Freunde sind, dann kann man auch eins sagen, unter Freunden kann man offen sein. Und wir sollten auch offen und klar sein. Und ich bin dankbar, dass der Außenminister gerade das eine oder andere auch klargestellt hat. Denn zur Offenheit gehört auch das dazu, was die Bundeskanzlerin angesichts der Brexit-Debatte letztes Jahr hier im Juni gesagt hat. Es wird kein Rosinenpicken geben. Es kann nicht sein, dass man von allen Vorteilen der Union partizipiert, aber nicht bereit ist, die Lasten der Union zu tragen. Und offen bedeutet auch, dass wir ganz klar feststellen müssen, wenn die Briten einen freien Zugang zu den Kapitalmärkten, zu den Dienstleistungs- und zu den Gütermärkten haben wollen, dann müssen sie dafür eine Gegenleistung erbringen. Und zu dieser Gegenleistung gehört auch dazu, dass die Bewegungsfreiheit und die Niederlassungsfreiheit der EU-Bürger im Vereinigten Königreich verhandelt werden müssen. Das sind wir auch insbesondere unseren osteuropäischen Partnern schuldig, und da werden wir uns auch nicht auseinanderdividieren lassen. Zur Offenheit, meine Damen und Herren, gehört auch dazu, dass wir der City in London, Herr Kollege Dehm, Sie hatten sie angesprochen, sagen, dass wir es nicht akzeptieren können, dass die wesentlichen Finanzrisiken der Europäischen Union und der Eurozone außerhalb der Regulierung der Europäischen und Eurozone gemanagt werden können. Das ist ganz, ganz wichtig. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, viele von Ihnen haben ja Gespräche mit den Vertretern der City geführt. Und da ist ja auch
eine gewisse Überheblichkeit zu spüren gewesen, so nach dem Motto, ihr seid auf uns angewiesen. Wir sind diejenigen, die eure Realwirtschaft mit Liquidität versorgen. Das an dieser Stelle auch ganz klar zu sagen. Ein Hard Brexit würde uns vor das ein oder andere Problem stellen. Aber wir werden uns nicht unter Druck setzen lassen. Und wenn man sich anschaut, was momentan teilweise durch britische Medien kolportiert wird, wir müssen hart kämpfen, wir sind in einer guten Position. Das ist nicht die Grundlage für eine gute Verhandlung. Es geht um Gemeinsamkeit, es geht um ein gemeinsames Ziel, dass wir beide gesichtswahrend da rauskommen. Dementsprechend die ganz klare Adresse auch an die Freunde im Vereinigten Königreich, unter Druck setzen, das bringt gar nicht. Und meine Damen und Herren, eins ist auch wichtig in diesen Verhandlungen. Das Vereinigte Königreich muss zu seinen finanziellen Verpflichtungen stehen. Und das sollten wir besser am Anfang des Verhandlungsprozesses klären und nicht am Ende. Und sehr geehrter Herr Minister Gabriel, ich bin auch froh, dass Sie eins adressiert haben, was auch ganz wichtig ist. Es verhandeln 27 gegen 1. Wir werden es nicht zulassen, dass irgendjemand einen Keil zwischen uns treibt. Und bilaterale Verhandlungen wird es nicht geben. Auch das muss klar unter Freunden gesagt werden. Und ich glaube, wenn wir das machen, fair auf der einen Seite verhandeln, aber klar unsere Linien definieren, dann kommen wir auch zu einem guten Ergebnis. Und meine Damen und Herren, dieses gute Ergebnis ist auch notwendig. Wir sehen mit großer Sorge, was in Großbritannien passiert. Das Land hat sich durch diese Abstimmung gespalten. Jung gegen alt, katholische Nordiren gegen protestantische Nordiren, Schotten gegen Engländer. Das ist nicht gut. Das schottische Parlament möchte das Referendum zur Unabhängigkeit wieder aufleben lassen. Da hat der ein oder andere hier in Deutschland Schadenfreude. Die ist nicht angebracht. Und mit ganz, ganz großer Sorge schaue ich nach Irland. Irland ist wirtschaftlich sowohl von der Europäischen Union als auch vom Vereinigten Königreich abhängig. Und das muss sich in den Verhandlungen niederschlagen. Und die Adresse an unsere irische Freunde ist ganz klar, wir werden da an eurer Seite stehen. Und Herr Dehm hat gerade nicht ganz viele richtige Dinge gesagt, aber ich bin froh, dass Sie eine Sache angesprochen haben, neben Nordirland. Dieses Referendum gefährdet das Karfreitagsabkommen und den ganz, ganz brüchigen Frieden in Nordirland. Wir alle wissen, wie dünn das Eis dort ist. Und wir alle stehen in der Verantwortung, dass dieser Friedensprozess jetzt nicht durch diese Verhandlungen, die wir führen, scheitert. In Nordirland sind schon viel zu viele Menschen für nichts gestorben. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Wir müssen uns natürlich auch Sorgen machen um die wirtschaftliche Verfasstheit. Da gibt es Leute, die sagen, naja, sind die selber schuld, wenn die kein Wachstum mehr haben? Sind die selber schuld, wenn das alles nicht mehr so läuft? Wir haben nichts davon, wenn es dem Vereinigten Königreich wirtschaftlich schlecht geht. Wir haben was davon, wenn es den Menschen dort gut geht, um der Menschen willen, aber auch unserer Wirtschaft willen. Und deswegen sollten wir daran arbeiten, dass wir auch dort ein gutes Ergebnis erzielen. Meine Damen und Herren, das ist der eine Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist, und das hatten Sie in Ihrer Rede auch angesprochen, das hatten wir auch letztes Jahr im Juni schon gesagt, wir müssen uns natürlich fragen, warum ist das alles so gekommen? Und wir müssen uns natürlich auch in Frage stellen mit all dem, was wir in Europa gemacht haben. Sind die europäischen Institutionen, sind die europäischen Regeln und sind auch die handelnden Personen auf europäischer Ebene geeignet, dieses Europa wirklich optimistisch und zuversichtlich in das 21. Jahrhundert zu führen, in das nächste Jahrzehnt zu führen? Oder müssen wir da eine ganze Menge in Frage stellen? Das kann man natürlich so machen, wie es in Ihrer Rede angeklungen ist und gesagt haben, wir brauchen jetzt noch mehr Geld, was wir dort reinstrecken, und wir müssen noch tiefer integrieren. Ich würde vielleicht auch noch mal einen anderen Punkt zur Diskussion stellen, nämlich, dass wir das Geld, was dort da ist, besser ausgeben und dass wir vor allen Dingen eins machen, dass wir die Institutionen verbessern, dass wir die Regeln verbessern und vor allen Dingen auch darauf achten, dass diese Regeln eingehalten werden. Aber nichtsdestotrotz muss es auch so sein, dass Europa immer eine emotionale Frage ist. Und bei allem Respekt vor den Menschen, die sich unglaubliche Verdienste um Europa erworben haben. Vielleicht ist es jetzt am Zeitpunkt, dass die Geschichte von Europa nicht mehr von übernächtigten Politikern in Brüssel, von grauen Beamtengesichtern erzählt wird, sondern dass die Geschichte von Europa erzählt wird, zum Beispiel von meinem Studienfreund, der durch das Erasmus-Programm seine Frau in Schweden kennengelernt hat und mit ihr zusammenlebt, der Tischler in meinem Wahlkreis, der seine Küchen jetzt auch in Großbritannien, in Frankreich und Spanien verkaufen kann und dadurch einen sicheren Arbeitsplatz hat, und dass die Geschichte von Europa vielleicht auch von denjenigen erzählt wird, die sich auch daran erinnern, wie es war, als hier Krieg und Vertreibung gewesen sind, und die es wertzuschätzen wissen, was Frieden für diesen Kontinent bedeutet. Und ich glaube, wenn wir diese Geschichte Europa emotional erzählen und wenn wir die Vorteile klar machen,
dann wird nicht noch mal das passieren, was in Großbritannien passiert ist, sondern dann werden die Völker in Europa sagen, die Europäische Union ist eine gute Sache und wir wollen dabei sein und wir wollen nicht daraus. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Brinkhaus. Als Nächster hat das Wort der Kollege Cem Özdemir von Bündnis 90 Die Grünen.